Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die, wie ist das Gebiet hier nochmal, ganz genau, die Western Wasseraufbereitungsanlage betreten, wo wir für diese Roboter von der Roboterfarm ein paar das Wasser hier rauspumpen sollen lassen oder reinigen lassen, damit es hier anständig rauskommt und nicht verstopft oder gar nicht. Und ja. Wir hatten ein bisschen Spaß mit Meyerlurks und Geschützturm. Und ja, all das schöne Zeug. Und ich hoffe, wir sind ja bald fertig. Schon gegen zwei legendäre Viecher hier gekämpft. Mehr kann ja nicht mehr kommen. Hoffe ich. So, wo muss ich denn jetzt hin überhaupt? Müsste ja eigentlich immer weiter nach unten, aber das, was ja abgelassen wird. Gehen wir mal weiter nach unten. Was haben wir denn da? Da kommt eine Tür bald zum Vorschein. Nein, nicht runterfallen. Nee, nicht runterfallen. So. Irgendwie rein. So, ey. Okay. Dann hier. Zufall, dass es auf jeder Ebene so eine Pumpe gibt, die alles absaugt. Jetzt sind wir aber ganz unten. Gut. Weil natürlich nichts beschädigt worden ist, ne? Alles unter Wasser, aber trotzdem noch funktionstüchtig. Abgeschlossen, Bams. Gut. Fertig. Gut. So, und abgeschlossen. Hoffentlich ein Level up. Dann weiter. Jetzt kommen wir ja noch zum Dach gehen, aber haben wir ja noch nicht. Tschüss, Curry. Hast du kurz Zeit für mich, Monsieur? Aber natürlich. Ich habe Zeit. Ich habe während unserer bisherigen Reisen eine Menge Arbeit in das Sammeln von Informationen. Und das Spiel. Ach so, okay. Aufgepasst. Ist jetzt ein besserer Zeitpunkt für eine Ja, Unterhaltung? Entschuldigung. Ich habe Zeit. Ich habe während unserer bisherigen Reisen eine Menge Arbeit in das Sammeln von Informationen gesteckt. Meine Selbstdiagnose ist zu einem finsteren Ergebnis gekommen. Mein wissenschaftlicher Fortschritt wird nicht durch Mangel an Daten oder Zusammenarbeit gedämpft. Die unausweichliche Wahrheit ist, dass es noch nie einen großen Roboterwissenschaftler gab. Ich bin sicher, deine Forschung ist nicht so schlecht. Nett von dir, dass du das sagst. Aber wenn sich nichts ändert, enden meine Bemühungen in Stagnation. Die größten Wissenschaftler der Geschichte, wie Einstein und Curie, meine Namensgeberin, hatten weit mehr als nur die Fähigkeit, Daten zu analysieren. Sie waren Genies. Diese flüchtige Inspiration ist etwas, was ich ebenfalls dringend brauche. Und wie soll das bitte gehen? Wenn ich mein Wissen über die Medizin in dieser seltsamen Welt erweitern möchte, muss ich zu einem großen Abenteuer aufbrechen. Da sind wir auch ich muss schon. ein Mensch werden, zumindest so sehr ich kann. Ich muss das, was mich ausmacht, in ein menschliches Gehirn herunterladen. Ich kenne jemanden, der vielleicht helfen könnte.
Dr. Amari. Dann müssen wir bitte zu ihr gehen und mit ihr reden. Vielleicht ist das unmöglich, aber wir müssen es dennoch versuchen. Ja, machen wir das. Das Streben nach mehr. Das möchte ich aber nochmal da rein. Ja, wo bin ich denn jetzt hier? Auf einer anderen Seite oder was? Wo bin ich denn jetzt hier? Muss auf ein Abenteuer aufbrechen, dies. Heute erst dabei und. Keine Ahnung, wir haben gegen Veti Birds gekämpft, Supermutanten, Gunner, Hunde. Das ist mein Alltag. Ja, bin ich jetzt blind oder? Das Wasser wurde jetzt auch hier entfernt, ne? Hier war da auch Wasser vorher, glaube ich. Jetzt auch alles weg. Ich muss nochmal da rein, ich möchte zum Dach. Ich weiß, ob da oben überhaupt irgendwas ist, aber ich möchte zum Dach. Weil vielleicht ist da was, vielleicht. Und du vielleicht. Zu Dr. Amari können wir auch irgendwann hingehen. Können wir eigentlich direkt machen, ne? So. Perfekt. Ja, meine Nase juckt. Okay. Das wäre ja, wenn ich auch Level 39 erreichen könnte, dann könnte ich wieder offscreen meine Waffen alle verbessern, weil dann könnte ich nämlich die ganzen Waffen, diese Bausachen hier verbessern. Boah. Wir müssen eigentlich ein Level abbekommen nach dieser Mission. Ich bin nicht mehr so weit vom Level ab, glaube ich. Cool. Ja, kriegen wir auf jeden Fall. So. Drag. Nein. Ölig. Sieben. Gott verdammt. Good. Sure. Dark. Leck mich an. Fang. Side. Jawohl. Schon wieder das. Mehr ist aber auch nicht, ne? Naja, streben nach mehr. Halt, ich blau mehr. So klar, ich will immer mehr. Immer mehr. Nimm mal mehr. Wupp. Alter. Bist du wieder hoch? Was soll ich sagen? Schaffst den Sprung nicht, was ist mit dir los? So, dann gehen wir mal zu Fuß sein, nehme ich an. Er ist nicht so weit. Ich bin nicht irre, ja. Nur, dass uns nicht Gunner und andere Leute hier begegnen. Wollte ich auch nach Bunker Hill, nicht Bunker Hill, nach Good Neighbor hingehen. Meine Raketenwerfer verkaufen. Vielleicht kriege ich dann ja genug Geld zusammen, um mir den Partymacher zu kaufen. Wäre mal eine Idee, ne? Kann ich all meine Mods hier auf diesen Raketenwerfer draufballern? Ich weiß gar nicht mehr, was der für einen Effekt hatte, der Raketenwerfer. Oder irgendein anderes Klamottenteil, ich mir holen konnte. So. Was geht? Dwight? Hallo, schön dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben, oder? Ja, Ma'am. Und so ein Gentleman. Ich muss dir einfach was geben. Hier,
Du kannst etwas von unseren Erzeugnissen haben. Ja, super. Außerdem gibt dir Greeny einen Rabatt, wenn du sonst noch was brauchst. Ja, super, bringt mir ja gar nichts. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Ja, voll. Wir haben eine Siedlung aber bekommen. Und ein Level Up, sehr gut. Die Belohnung war ja echt Grütze. Aber so, Level 39 können wir die meisten Sachen bekommen. So, ich kriege auf Level 38 noch einen Punkt und auf Level 39. Das heißt, dann habe ich 2 Punkte zur Verfügung, die ich meine Dinger hier gebrauchen kann. Das heißt, einen können wir noch ausgeben. Und ich habe mir schon entschieden, was ich nehme. Und zwar lokale Anführer. Als Anführer, in der sich jeder wenden, kannst du zwischen deinen Werkstattsiedlungen Versorgungsrouten einrichten. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ich würde auch gerne das hier haben. Du kannst im Werkstatt Siedlungen, Lehn- und Arbeitsstationen bauen. Und ich hoffe, dass das dann so funktioniert, dass ich irgendwie Lehn irgendwo aufbauen kann und jemand verkauft da irgendwas. Außerdem braucht man lokale Anführer, um einige Sachen zu bauen. In der Basis. Und ja, möchte ich natürlich haben. So, ich guck mal direkt, wie das funktioniert. Wo ist die Werkstatt? Ist ja normalerweise eigentlich immer außerhalb der Gebäude. So am Gebäude. Ist da Handytreibstoff? Haben die hier so Sachen, um sich zu warten? Hier ist der Teil. Ja, wie macht man das denn jetzt? Warte mal. Genau, nichts hier machen, ne? Willst mir schon erklären, wie ich das auch machen kann, ne? Ich glaube, da muss man irgendwas bauen oder so, ne? Keine Ahnung. Gehen wir nach Good Neighborhood wegen Currys Bitte. Und weil ich Zeugs verkaufen will. Ah ja, wieder finden wir da. Außerdem muss ich meine Raketenwerfer eher verschwinden lassen. Ich weiß nicht, ob ich das Ding direkt kaufen kann. Ich haben will. Schießt ihre Mann als Geschoss. Ey, er ist so krank. Und die vergiftet mich oder was? Wie willst du das denn erzählen? Können wir das Old State House sehen? Vielleicht gibt es da Touristeninformationen. Stimmt, da gibt es ja auch noch Orte, die ich noch nicht besucht habe, ne? Mal auch mal besuchen. Erstmal wieder meine Händlerkleidung anziehen, natürlich. Weil ich habe jetzt hier noch was Charisma 1 gibt, ne? Wenn ich vielleicht irgendwann. Ach, die Sachen habe ich auch noch. Wo ist Reginalds Outfit hier? Und meine modische Brille. Charisma 11. Elf. Okay. So, jetzt kann ich natürlich gleich. Mal im Kill or be killed? Aufgepasst. Du brauchst etwas. Oder? So. Ich kann mir die Sachen nicht leisten. Halt deine Waffe besser griffbereit. Hey, Cleo. Nur ein gut gemeinter Jede Waffe, Rat. Die du hier siehst, könnte den Unterschied. Zeig mal, was du so hast. Eine Waffe für jeden. So, ich habe 12.000. Das ist ja nicht ein Problem. Partystarter verursacht 50% mehr Schaden gegen Menschen. Vernichter Brustteil. Hm.
Wirft 10% des Nahkampfschaden auf meine Gegner zurück. Was habe ich hier? Plus 1 Stärke und Ausdauer. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ich hätte gerne erstmal einen Partystarter. So. Jetzt möchte ich natürlich das ganze Geld hier reinkriegen, hier im Flaschenkürz oder sowas kannst du haben. So, das wird funktionieren. Wo sind meine Seher? Jetzt die ganzen Zigaretten. Warte, wird nicht reichen. Ja, wo sind meine... Hier. Ich krieg das alles noch rein, ja. Mein Big Boy verkaufen. Na, wäre schön doof. So. Nicht mal annähernd kriege ich da alles rein. Das hier brauche ich nicht. Das hier kann ich gebrauchen, wenn ich mehrere davon habe. Dann brauchen wir hier noch ein paar Sachen, wenn ich kann. Das hier. Reicht nicht. Eher von 10 oder 15, weil ich so viel nicht brauche. Kriege ich nicht alles rein, verdammt. Na komm, da. Da habe ich den Partystarter. Da habe ich nicht aus Versehen irgendwas verkauft, ne? Wo ist er? Ja, versucht 50% mehr Schaden gegen Menschen. Muss ich natürlich von meinen einen Raketenwerfer, falls ich da schon Verbesserung drauf habe, nur auf den wechseln. Da, okay. Oh, die gibt mir auch Charisma. Nehme ich die vielleicht mal mit. Da sehe ich wieder hübsch aus, ja, gut. Okay. Alles gezeichnet, wir haben einen neuen Raketenwerfer, der gegen Menschen voll effektiv ist. Die Höhle der Erinnerung, ja. Dieser einen Dame haben wir ja auch noch nicht geredet, ne? Wie es da so gemütlich gemacht hat. In der Mitte. Ja, auch gleich noch machen. So, hi, was geht? Hier. Doktor, meine Freundin braucht Hilfe. Oh, ich bin kein Mechaniker. Was will sie denn von mir? Hallo, Doktor. Ich möchte meine Daten und meine Programmroutinen in ein menschliches Gehirn herunterladen. Du? Möchtest was? Meint sie das ernst? Guck mich nicht so an. Es ist ihre Idee. Warum willst du das? Ich wurde programmiert, um unser Wissen über Krankheiten, Pathogene und Viren zu erweitern. Kann sie einen Körper eines Sims bekommen oder so? Einschränkungen durch meine Systeme nicht möglich. Wenn ich menschlich werde, kann ich mit den Informationen aus meinen Datenbanken viel Gutes für das Commonwealth tun. Ein Vorkriegsroboter mit deinem Wissen und deinen Fähigkeiten und menschlicher Kognition. Ja, du könntest viele Leben retten. Das ist ein interessantes Problem. Die Erinnerungen wären nicht schwer. Wir übersetzen hier laufend vom Gehirn auf den Computer und umgekehrt. Dafür sind die Sessel da. Aber ihre Persönlichkeit... Die vielen Bruchteile robotischer, programmierter Entscheidungsfindung. Ein normales, organisches Gehirn könnte damit nichts anfangen. Ein Synth-Gehirn dagegen... Ja. Nun, es liegt bereits irgendwo zwischen den beiden.
Ich habe keine Gehirn, was? Dann ist es also möglich? Sogar wahrscheinlich. Wir brauchen nur einen Synth. Und da kann ich vielleicht helfen. Ich habe auch davor schon an Synths gearbeitet. Ihr Gedächtnis gelöscht, damit sie frei vom Institut leben konnten. Aber die Prozedur verläuft nicht immer erfolgreich. Wenn etwas schief geht, kann das zum Hirntod führen. Dann leben sie zwar, nehmen aber nichts wahr. Ich kenne jemanden, der eine hirntote Synth betreut. Wenn sie dazu bereit ist, könnten wir das Bewusstsein deiner Freundin auf sie übertragen. Ich würde es gern versuchen. Dazu brauchen wir nur das Einverständnis ihrer Betreuerin. Ich brauche einen Tag, um Kontakt aufzunehmen. Sie ist verständlicherweise vorsichtig. Aber sie wird mir sicher zuhören. Ich werde beim Doktor bleiben. Ich will bereit für die Prozedur sein, wenn alles klappt. Die Betreuerin dürfte sich bald melden. Sie wartet nicht gern. Dr. Amari. Die Betreuerin dürfte sich bald melden. Sie wartet nicht gern. Okay. Also sie bleibt jetzt so lange da, oder wie? Da reden wir mal mit der einen. Machen wir in Good Neighborhood ein paar Sachen. Die Höhle der Erinnerungen nimmt derzeit keine neuen Kunden an. Wer bist denn du überhaupt? Hey, Irma. Und, gefällt es dir in Good Neighbor? Ist eine irre Stadt, was? Gefällt dir die Einrichtung? Meine Geschäftspartnerin hasst sie. Sie meint, sie wäre nicht so der lustige Typ. Ich dachte, mit der hätte es irgendwie mehr auf sich gehabt, aber okay. Schon mal umgeschaut, ne? So, gehen wir mal. Als wir Good Neighborhood betreten haben, diesen komischen Typen hier getroffen, der hier diesen anderen Typen erstochen hat, der uns begrüßt hat. Ja, glaube ich, irgendwie so, weiß ich nicht, der Anführer von Good Neighborhood ist. Und ja. Ich würde sagen, wir tun dann hier so einen Tag irgendwie so verstreichen lassen. Wir wollen Good Neighborhood ein paar Sachen machen, anscheinend. Was? Ja, genau. Es gibt Gerüchte über Vault 81. Irgendein Problem, in das du geraten bist? Quarantäne? Ja, ich bin überall und nirgendwo. Old State House, da wollte ja Curry eigentlich hin, aber... Naja. Können wir ja noch nachholen. Gucken wir mal, was hier abgeht. Was geht? Falls du dich gefragt hast... Das Signal von Diamond City Radio ist in Good Neighbor super zu empfangen. Und dieser Travis? Mann, er ist echt gut geworden. Echt schade wegen Finn. Wird mir fehlen, wenn der nächste Supermutantenangriff kommt. Na gut, was kann. Ich wollte eigentlich meine Taschenlampe anmachen. Was ist mit dir, Hancock? Was ist deine Geschichte? Ach, mein Lieblingsthema. Ich bin vor wohl schon 10 Jahren in die Stadt gekommen. Damals hatte ich noch glatte Haut. Während ich dabei war, mich zu einer Säule der Gesellschaft zu machen, hatte ich diese wilden Anfälle. Ich war noch jung, hab sämtliche Camps geschluckt, die ich finden konnte. Je exotischer, desto besser. Irgendwann habe ich dann diese Strahlungsmedizin gefunden. War einzigartig. Und es war nur noch eine Dosis übrig. Oh Mann, der Rausch war's echt wert. Ja... Jetzt muss ich mit den Nebenwirkungen klarkommen, aber hey, was gibt es Schlechtes an Unsterblichkeit? Unsterblich? Ach, der hat da Dingens genommen von den Kabots oder was? Diese ganzen Camps haben dich jedenfalls bestens auf eine Karriere in der Politik vorbereitet. Die Leute respektieren mich, weil ich mich nicht über sie stelle, okay? Ich werfe Zeug ein, genau wie alle anderen auch. Und bevor du mich jetzt noch runterziehst, kann ich irgendwas anderes für dich tun? Hast du da gerade vom Institut gesprochen? Hat dir meine kleine Ansprache gefallen? Mache ich immer mal wieder, falls sie zuhören. Ich will, dass diese Sündmacher wissen, dass Good Neighbor tabu ist. In meiner Stadt wird niemand ausgetauscht. Aber hey, wir hatten doch gerade darüber gesprochen, was du brauchst. Also, wieso bist du hier? Habe ich keine Ahnung. Bin auf der Suche nach Arbeit. Arbeit, was?
Pass auf, ich will, dass du was für mich aufklärst. Es gibt eine Menge seltsames Gerede über die Galerie Pickman. Ja, Pickman. Das da oben ist Raider-Gebiet. Aber in letzter Zeit waren sie ziemlich ruhig. Ungewöhnlich ruhig. Schau dich da mal um und erstatte mir dann Bericht. Ich habe vielleicht Interesse, aber lass uns erst mal übers Geld sprechen, Hancock. Okay. Normalerweise gibt's für so einen Job 200. Aber ich mag dich. Also sagen wir... Ich mag dich 250. Auch. Du hast einen geilen Hut. Die Galerie Pigman abchecken. Alles klar. Cool. Aber sei gründlich, okay? Ich zahle nicht, wenn du nur mal einen kurzen Blick riskierst. Du musst rausfinden, was da wirklich abgeht. Okay. Hab gehört, dass du diesen Rex Goodman vor den Supermutanten gerettet hast. Anscheinend weiß nicht jeder den Baden zu schätzen, was? Rex Goodman. Der vom Turm hier? Von dem Trinity Tower? Ist er nicht Reginald? Halt deine Waffe besser griffbereit. Nur gut gemeint, kuschelig. Vielleicht sollten wir sie mit ein paar Jungs ein wenig dezimieren gehen. Zu aggressiv. Wir haben den Heimvorteil und unsere Kämpfer sind zu unorganisiert. Ich habe schon eine Menge verrückten Scheiß gesehen, aber ein fliegendes Schiff? Wahnsinn! Und was jetzt? Wir spielen einfach Schildkröte? Ist nicht mein Stil. Das Einzige, was nicht dein Stil ist, ist verlieren, Hancock. Wir spielen weiter defensiv. Eine einfache Burgstrategie lockt die Mutanten zu uns. Und dann erledigen wir sie nach und nach. Gefällt mir. Ja, tut euch einfach offscreen hier. Wollten unterhalten, wenn ich nicht dabei bin. Es wärt hier echte Menschen. Waldanzug, was? Hat Stil. Danke. Find ich auch, guter Mann. Ich suche nach irgendwas Verdächtigen. Gebe er mir was Verdächtiges. Wenn du hier bleiben willst, musst du dich einer Crew anschließen. Ich habe gehört, dass Bobby Nasenlos Leute sucht. Gib bei ihr immer einen Haken, aber sie zahlt. Kennst du Schach? Manchmal muss man eine Figur opfern, um das Spiel am Laufen zu halten. Merk dir das. No. Spiel der Könige halt. Wach auf, Commonwealth. Achso, das ist das wieder. Sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Kriegs wie ihr. Ja, sie wurden vom Institut erschaffen, aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Denkende, fühlende und träumende Wesen, vollkommen unterdrückt von ihrem tyrannischen Herrscher. Also, schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an. Das Institut. Schließt euch der Railroad an. Wenn ihr bereit für diesen nächsten Schritt seid, keine Sorge, wir werden euch finden. Ja. Voll viele von diesen Dingern gibt es überall. Wenn man auch ja darüber stolpert, habe ich das Gefühl. Okay. Nehmen wir mal den einen Ausgang, gucken, wo der uns hinführt. Dann beenden bei dem Part. Da gucke ich mal, ob ich, weiß nicht, tu wieder meinen Müll einlagern, dann komme ich nochmal zurück nach Neighbor. Dann wird die ja wohl irgendwie fertig sein, die Amari. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Mit Curry und Amari und Dani, nein. Ja. Ja, nicht im Party. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.